Unser diesjähriger Osterausflug führt uns auf die Insel Sylt. Unsere Anreise erfolgt bei den meisten Sylt-Besuchern mit dem Autozug Öppnibüll. Unglaublich, aber wahr. Wir fahren das erste Mal nach Sylt und dürfen oben als Erste auf den Sylt-Shuttle fahren und haben somit freie Sicht. Ich bin einfach nur begeistert. Unsere erste Sylt-Erkundung per Fahrrad führt uns vorbei an Kampen, der Uwe-Düne, dem Leuchtturm Rotes Kliff, durch eine fantastische Heidelandschaft bis List. Hier gönnen wir uns eine Pause. Weiter geht es dann zum Ellenbogen mit den beiden Leuchttürmen West- und Ostellenbogen. Der nächste Tag führt uns gen Osten und wir besuchen die wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erbaute Kirche St. Severin. Das Museum im Altfriesischen Haus betrachten wir nur von außen und fahren weiter zu den Großsteingräbern Haarhoog und Dipkenhoog. Ein neuer Tag bringt neue Eindrücke. Vorbei an Rantum-Inge, Inge ist das friesische Wort für Salzwiese, passieren wir die legendäre Sansibar und erreichen schließlich Hörnum im Süden der Insel. Vorbei an der Heidelandschaft geht es wieder zurück zur Ferienwohnung in Wenningstedt. Unser Sylt-Aufenthalt nähert sich seinem Ende und nur kurz besuchen wir Westerland, das uns auch nicht so anspricht. Oh, leider ist dieses schöne Osterwochenende schon wieder vorbei.